Guten Tag, dies ist ein Beispielvideo für das Astropolarity-Fernstudium im Bereich der Deutungsmethodik. Das Geburtsbild einer Frau, die zu mir gekommen ist vor einer Weile, ja, mit dem zunächst mal eigentlich sehr normalen, üblichen Thema von partnerschaftlichen Schwierigkeiten hier, aber im Besonderen im Sinne, dass sie bereits ihre vierte sehr, sehr langjährige Beziehung letzten Endes doch aus freien Stücken beendet hat und trotzdem aber mit ihren jeweiligen Entscheidungen vollkommen unzufrieden ist. Wir finden hier aus meiner Ansicht im Sinne der Fokuskonstellation eine Saturn-Uranus-Konstellation durch den Saturn in Feld Nummer 11. Bitte nicht durch Saturn im Wassermann, denn langsam laufende Planeten sollten gemäß der Astropolarity-Lehre auf keinen Fall in den Zeichen interpretiert werden. Das hat überhaupt keine Individualität. Aber die Saturn-Uranus-Konstellation, die natürlich auch für entsprechende Brüche und Vereinbarkeiten in Beziehungen steht, lesen Sie dazu bitte über die Konstellationsbilder danach. Die finden wir hier natürlich in klassischer Weise durch den Saturn in Feld Nummer 11. So, und das Entscheidende ist jetzt hier, dass wir es mit einer isolierten Kette zu tun haben, also auch ein Beispiel für eine solche isolierte Kette, weil nämlich der Saturn in 11 Saturn-Uranus ist im Sinne der Auswirkung. Ursächlich kommt der Saturn aber aus dem 11. Feld wiederum auch, weil der Steinbock an 11 ist. Und der Lösungsweg für diese Konstellation Saturn-Uranus wäre ja auch wieder der Saturn in 11. Insofern also Auswirkung, Ursache und Lösungsweg Saturn-Uranus, alle drei identisch. Und hinzu kommt, dass diese Konstellation, dass dieser Saturn hierzu überhaupt gar keine anderen planetaren Konstellationen irgendeine Verbindung hat. Es gibt keine Trigone, es gibt keine Quadrate, es gibt hier gar nichts. Und dieser Umstand bedeutet natürlich, dass der Saturn, wie bei jedem sogenannten isolierten Planeten, dass der überhaupt keine Möglichkeit hat abzufließen, und insofern ist dieses Thema im Sinne der isolierten Kette hier massivst ausgeprägt. Und das bedeutet nichts anderes, als dass diese frühkindliche Erfahrung von Saturn-Uranus, dass nämlich die beiden Eltern im Grunde genommen von ihrem Inneren naturell her überhaupt nicht miteinander kompatibel war, und was dann in der Folge dazu geführt hat, dass man, um das nicht wieder zu erleben, versucht, jede Beziehung so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, also da auch in Abhängigkeiten sich begibt, dass das eben halt hier bei dieser Frau immer wieder versucht worden ist, aber Saturn-Uranus, weil das also als isolierte Kette hier auftaucht, kann dem natürlich auf Dauer nicht gerecht werden, und dann kam es immer wieder, obwohl das langjährige Beziehungen gewesen sind, zu entsprechenden Trennungen. Hier hat natürlich geholfen, dass der eigentliche Zusammenhang aus der frühkindlichen Zeit ihr bewusst gemacht worden ist, und das hat sie auf jeden Fall weitergebracht, und ich denke mal, dass sie, also wenn sie in eine neue Beziehung gehen wird oder gegangen sein wird, dass sie da mit Sicherheit in einer ganz anderen Bewusstheit auftreten konnte. Soweit, vielen Dank.